Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Frank Herbert. Heute mal ein Video aus aktuellem Anlass. Und zwar ist der Lord ja vermutlich von YouTube fort. Und jetzt stellen sich natürlich äußerst richtige und wichtige Fragen. Und die sollen jetzt mal in diesem Video behandelt werden. Und zwar, wo bekomme ich denn eigentlich sogenannte, in Anführungsstrichen, Drachenlord-Fanartikel her? Was gibt es überhaupt für Fanartikel? Und dann im späteren Verlauf des Videos soll auch noch die Frage geklärt werden, was gibt es denn für Drachenlord-Reliquien? Das heißt, originale Teile der Schanze. Wo kann ich das herbekommen? Was gibt es da so? Was wurde da so verkauft? Ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Man müsste jetzt erstmal bei den sogenannten Fanartikeln eine Unterscheidung treffen. Die wären meiner Meinung nach folgende. Es gibt einmal hier sogenannte Modelle, Eigenbauten oder auch Nicht-Eigenbauten, die eigentlich nur auf diesen 3D-Druck basieren, der hier schon ein paar Jahre lang im Internet herumgeistert. Das sieht man auch bei den ganzen Modellen, die ich halt mal so in der Vergangenheit gebaut habe. Die basieren alle eigentlich ausnahmslos auf diesen 3D-Druck. Da ist dann jeweils immer noch ein bisschen was drum gebaut. Hier so ein Motorrad, dann auch beim 3D-Druck meinetwegen mal hier irgendwie was abgeschnitten und neu angeklebt. Aber im Grunde genommen alles der 3D-Druck. Dann haben wir nochmal auf der anderen Seite die kompletten Selbstbauartikel, wo dann wirklich mit zusätzlichen Materialien halt einfach die Schanze komplett selber aufgebaut worden ist. Und abgesehen von hier so ein paar Autos, die man mal dazu gekauft hat, ist das alles ein kompletter Eigenbau. Das kann eigentlich jeder machen, der über zwei gesunde Hände verfügt. Überhaupt kein Problem. Setzt euch einfach hin und bastelt euch das zusammen. Es dauert natürlich einiges an Zeit, aber man hat dann ein super schönes Ergebnis. Wo wir gerade mal hier sind, hier wurde die 8.8 übrigens aufgebaut, denn die Drohnenabwehr, die muss auf jeden Fall sichergestellt sein. Und ich denke mal, hier bei so einer 8.8, da sagt auch kein Richter der Welt was. Ja, so viel zu den kompletten Selbstbauten. Dann zu den 3D-Drucken. Da würde ich jetzt mal sagen, falls, das ist eigentlich der einfachste Weg, um irgendwie jetzt an ein Modell noch dran zu kommen. So, und da kann ich nur jedem empfehlen, kauft euch so einen 3D-Drucker. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr braucht da auch keine großen Vorkenntnisse. Kauft euch einfach so ein Hobel, wenn ihr knapp 250 Euro über habt. Das ist echt absolut super investiertes Geld. Da kann man nichts anderes zu sagen. Beispielsweise könnt ihr euch solche schönen Dinger hier drucken. Der ein oder andere weiß vermutlich noch, was das hier ist. Ist aus einem bekannten Film. Die kann man sich schön anmalen und einfach ideal. Das Einzige, was bei diesen 3D-Drucken halt immer scheiße ist, kommt niemals auf die Idee und packt die ins Auto rein bei sommerlichen Temperaturen, weil das Zeug, das verformt sich. Ich habe das mal hier gehabt bei den Metalcopter. Da hatte sich dieses ganze, dieser Rahmen, der hatte sich komplett verformt und den musste ich nochmal komplett neu ausdrucken. Also das wollte ich nur mal noch mal einmal kurz sagen. Das kann man nicht oft genug sagen. Auf jeden Fall holt euch so ein Teil. Ich kann gerade mal noch mal einmal zeigen, was das denn hier überhaupt kostet. Der kostet jetzt 219 Euro. Ich habe den Ender 3 Pro. Das ist der, den ich auch habe. Der hat damals, als ich den gekauft habe, noch 179 Euro gekostet. Ist also jetzt etwas teurer geworden. Dazu braucht ihr noch eine Rolle Filament. Das ist hier praktisch das Material zum Drucken. Die kostet ungefähr 20 bis 30 Euro so eine Rolle. Wenn ihr den Drucker kauft, ist da zwar ein bisschen bei, aber das reicht gerade mal hier so für so ein Dingen hier, wenn überhaupt. Also sollte man gleich mitbestellen. Kauft euch das, guckt euch 4, 5, 6 Videos an. Da wird man auch ein bisschen frustriert sein. Das klappt am Anfang nicht alles so, wie es immer soll. Aber danach seid ihr in der Lage, hier solche Figuren einfach ausdrucken zu können. Denn da gab es mal einen ganz bekannten Mann, der nennt sich Fried Pizza, und der hat halt sich hingesetzt und so ein 3D-Modell gezaubert. So, ihr braucht da einfach nur auf Thingiverse.com gehen,
Da gibt es sogar noch mehrere Drachenlord-Sachen, die kann ich auch mal kurz zeigen. Aber das Ursprungsmodell, das ist das hier gewesen von, wie ich schon sagte, diesen White Pizza, denn das ist das, was am ältesten ist vom Upload-Datum. Deshalb denke ich mal, dass das von denen stammt. So, und dann könnt ihr halt das Modell, ladet ihr dann mit so einer Software einmal in so eine Software rein und dann könnt ihr das auch hier beliebig vergrößern. Also ihr könnt den dann praktisch hier klein drucken, ihr könnt den groß drucken, also das kann man dann alles einstellen. Da ist man natürlich dann beschränkt auf die Tischgröße von dem Drucker. Also man kann jetzt nicht unendlich groß drucken. Könnte man auch, dann müsste man das aber stückeln. So, dann wollte ich mal noch einmal kurz zeigen, was es denn noch für 3D-Modelle gibt, die ihr euch ausdrucken könnt. Da ist hier einmal die Drachenschanze und die ist wirklich absolut schön gelungen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die habe ich mir hier auch mal ausgedruckt. Und das ist ein Modell, das eignet sich ideal für den Einstieg. Also das kann man einfach überall hinstellen, das kann man sich im Wohnzimmer auf den Tisch stellen oder im Flur. Das ist einfach wirklich perfekt, dieses Modell. Kann ich absolut nur empfehlen, sich das auszudrucken. So, was haben wir denn dann noch? Dann gibt es dieses Haus noch in einer leichten Veränderung. Und zwar gibt es das als Spardose hier unten. Das ist auch etwas detaillierter. Das hat nämlich. Nee, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Das ist genau dasselbe Modell, hat hier oben nur einen Schlitz. Und ich vermute, dass man genau, dass das von unten hier so eine Klappe hat, um das Geld rauszuholen. Habe ich auch schon mal ein schönes Video von gesehen. Ein Gumbel von mir, der hat sich da so einen Näherungssensor eingebaut. Und immer wenn man oben Geld reinwirft, dann schreit das Haus so ein bisschen. Ist ganz lustig gemacht. Also auch da gibt es Möglichkeiten, diesen 3D-Druck dann halt zu verändern. So, was gibt es noch? Dann gibt es noch Rudis goldene Luger. Ja, wir kennen alle die, wir wissen alle, was da damals in Stalingrad gelaufen ist. Ich möchte auch auf die Geschichte jetzt nicht nochmal eingehen, sondern mich darauf beschränken, auf die goldene Luger. Ich habe die auch mal ausgedruckt. Ich habe die ein bisschen kleiner gedruckt, weil ich wollte es einfach mal zeigen und ich wollte jetzt nicht so viel Material verschwenden. Hier sieht man noch das Stützprofil. Das wird immer mitgedruckt, wo Teile gedruckt werden, die ansonsten runterfallen könnten. Denn der Drucker druckt ja immer so schichtweise. Und das kann man jetzt, muss man jetzt noch rausmachen. Da hatte ich bis jetzt noch keine Lusten zu. Das ist aber keine große Arbeit. So, was haben wir dann noch, was man sich selber ausdrucken kann? Da gibt es hier die komplette Schanze in klein. Das habe ich auch mal gemacht. Die ist auch ganz lustig. Die kann ich auch mal zeigen. Die ist teilweise sehr detailliert, teilweise auch nicht. Also es fällt sofort auf, dass der Grill fehlt, aber der Swimmingpool ist noch da. Und aus irgendeinem Grund ist hier vorne diese Wand von diesen Schuppen nicht mitgedruckt worden. Also wir wissen ja alle, dieser Schuppen, der ist mal eingestürzt irgendwann oder wurde abgerissen, nachdem die Wand eingestürzt war. Aber irgendwie ist diese Wand gar nicht mehr da. Besonders nettes Detail ist eigentlich, dass der Lord hier sogar in seiner Garage steht, aber ich habe es halt so klein ausgedruckt, dass das nicht so richtig mitgekommen ist. Aber das ist ein tolles Teil und da möchte ich gleich auch mal oder jetzt direkt noch einmal drauf zurückkommen, denn ja, wie man schon sieht, man kann sich ja alle möglichen Sachen daraus dann bauen. Das heißt, mit diesem Drucker erstmal ist der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Man kann alles Mögliche damit machen. Und eine Sache zum Beispiel, die ich jetzt noch mal direkt einmal hier vorstellen muss, ist eine Idee. Das wäre beispielsweise hier für denjenigen, der irgendwie die Schanze auch mal mit zur Arbeit nehmen möchte, dann sollte man die sich doch einfach irgendwie im Koffer hier mal reinkleben oder so. Dann hat man die Schanze immer dabei. Das wäre jetzt mal so eine Empfehlung, was man da irgendwie machen könnte für denjenigen, der irgendwie einen langweiligen Büroarbeitsplatz hat. Nehmt die Schanze einfach mit, irgendwie bastelt die euch da rein. So, dann habe ich hier auch noch was gedruckt. Das ist das Ortseingangsschild als Schauerbergmarkt Emskirchen. Wäre jetzt auch mal so ein Kandidat, um das beispielsweise hier am Aktenkoffer vielleicht dran zu kleben oder auch draußen vor der Tür irgendwie als Klingelschild oder wie auch immer.
wenn Gäste kommen, wissen die sofort, wo sie sind. So, das Schild, das gibt es natürlich auch hier unten. Ja, bei Times New Roman. Dann gibt es hier auch noch, das habe ich jetzt nicht ausgedruckt, das ist einmal die Schanze unbesiegt oder besiegt. Ist vielleicht auch ganz lustig. Und diese kleine Figur, die man hier gesehen hat, das ist hier, steht Reiner als Gartenzwerg. Dann gibt es hier noch so ein Skrr-Skrr-Button. Dann gibt es hier der goldene Reiner noch. So, das sind also auf dieser Seite jetzt hier, gibt es auch nur eine Seite. Das sind alle Modelle, die ich jetzt erstmal so kenne. Die kann man sich dann halt kostenlos runterladen und man kann sie sich ausdrucken in der Größe, die man gerne hätte. Absolut cool, also so ein 3D-Drucker, ich kann ihn einfach nur empfehlen. Ja, dann gab es hier manchmal noch so eine Drachenlord-Figur. Da wurden mittlerweile, ich glaube, in den letzten 2 Jahren knapp 3 Stück habe ich mal bei eBay gesehen. Also ich glaube, 3 Stück wurden davon mal verkauft. Und ja, da kann man mal eBay beobachten, aber ob da noch mal eine kommt, weiß ich nicht. Also ich habe schon längere Zeit keine mehr gesehen. Vielleicht wird die ja noch mal irgendwann verkauft, falls Leute halt ihre Figuren weiterverkaufen. So, weitere Möglichkeit natürlich, kauft euch einfach solche kleinen Modellautos hier. Die gibt es von Herpa beispielsweise. Das ist der VW Passat, der ist schon absolut historisch. Das ist ja, Bauzustand irgendwie 2000, weiß ich nicht, 13, 14 oder so, stand er ja beim Lord auf dem Hof. Dann gibt es auch als Audi A4 und ich könnte mir vorstellen, dass es auch den Ford Ranger gibt. Einfach mal gucken, was es da im Internet gibt. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, wollte ich zu den Reliquien kommen. Das heißt, wirklich originale Teile der Schanze und da habe ich auch einiges gefunden. Ich beobachte das immer sehr akribisch. eBay Kleinanzeigen beispielsweise. Einfach den Namen des Lords eingeben und ihr findet dort Sachen. Da gibt es jetzt hier beispielsweise einen Teil von einem Tarnnetz, was der Lord vermutlich da über seinen Balkon hatte. Finde ich hier absolut überteuert. Das ist ein kleines Stück. Und es ist auch schon länger drin. Ich finde, das ist einfach nicht gerechtfertigt, 15 Euro. Jetzt weiß ich nicht, wieso dieses Bild hier nicht lädt. Ich klicke wieder zurück, also hier das Tarnnetz. Dann haben wir hier Schanzenstein. Das ist ein Stück der Fassade der Drachenschanze. Bei allen Respekt, dieser Glaskasten oder Plexiglaskasten ist natürlich schon Hingucker, muss man so sagen. Muss jeder selber wissen, ob ein dieser Preis wert ist. Ich würde allerdings vorher den guten Kollegen noch einmal anschreiben und da irgendwie schauen, hat er noch mal einen Nachweis, hat er vielleicht ein Bild, wie er da diesen Stein während des Abbruchs vom Haus entfernt oder so. Also man sollte auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber wenn man 159 Euro für so einen Stein ausgeben würde, da lohnt sich auf jeden Fall der Blick genauer hin und auch die Nachfrage. So, und hier steht dann auch nochmal, die Steine auf den Bildern sind bereits verkauft. Das Produkt, das der Käufer erhält, sieht also etwas anders aus. Andere Steine. Da hat also jemand richtig abgesahnt beim Abriss. Und das ist ja auch das, was viele Leute damals gesagt haben. Die haben gesagt, die Stadt Emskirchen hätte damit enorm Kohle scheffeln können, indem die einfach die Dachpfannen verkauft hätten von der Schanze. Meinetwegen noch irgendwas draufgeprintet oder eingraviert und dann die Dachpfanne Stückpreis 100 Euro oder 50 Euro. Ich sage, und das sagen auch viele andere, die hätten Hunderte, wenn nicht Tausende von diesen Dachpfannen verkauft und hätten da richtig Kohle mitmachen können. Aber nein, stattdessen wurde das alles einfach im Container entsorgt. Ja, also Schanzenstein 159 Euro. Muss einem natürlich schon die Sache wert sein, aber vielleicht hat da jemand auch eine ganz spezielle Beziehung, hat vielleicht irgendwie damals seine Freundin bei einer Pilgertour kennengelernt und für den ist das dann vielleicht nochmal was ganz Besonderes. Für mich jetzt hier persönlich nicht, auch wenn ich das schön finde. So, das war eBay Kleinanzeigen.
Dann gucken wir mal noch einmal bei eBay. Da gibt es auch noch mal das Stück vom Tarnnetz für sage und schreibe 30 Euro sofort kaufen. Das Tarnnetz übrigens wurde mal als großes Teil sogar verkauft. Da habe ich noch ein Bild von. Vielleicht hat da auch jemand gedacht, wenn er das einzeln verkauft, kann er da noch mal mehr Geld rausbekommen. Also da wurden hier auch Steine verkauft damals. Ich habe da einen Screenshot von gemacht. Und das Schild Videoüberwachung und hier das Tarnnetz. Ich finde, das Einzige, was ich gerne hätte oder gehabt hätte, wäre vielleicht dieses Videoüberwachungsschild, weil das hat irgendwie, das hat was. Das hat ja uns mehrere Jahre, glaube ich, begleitet. Dann gab es hier damals einen Stein, Drachenlord Rainer Winkler, Stein der Drachenschanze. Auch ganz toll. Und diesen Stein, der ist aber wohl noch nicht so wirklich verkauft worden, weil den gibt es bei, den habe ich irgendwo nochmal gesehen für 150 Euro. Ich meine, den hatte ich hier sogar bei eBay nochmal drin. Oder eBay Kleinanzeigen. Muss ich mal gerade nochmal hier drauf gehen. eBay Kleinanzeigen. Ah, hier ist er, genau. Für 150 Euro. Das heißt, der wurde noch nicht verkauft. Also, dass man das auch so ein bisschen einschätzen kann. Nicht jeder Preis ist auch hier gerechtfertigt. Ein Freund von uns hat jeden einen Stein der Drachenschanze mitgebracht. So allerdings keine große Verwendung dafür habe, findet sich eventuell ein Sammler. Ja, ich denke, ja, ist auf jeden Fall eine tolle Sache, aber der Preis, also wie gesagt, für mich wäre das absolut gar nichts. So, dann hatte ich in der Vergangenheit mal noch so ein paar Sachen gefunden bei eBay, und zwar eBay Kleinanzeigen. Hier diese Schanzensteine, die gibt es da schon länger. Und dann gab es hier die Deckenlampe vom Lord. Dazu gab es auch noch ein weiteres Bild, die hier diese Lampe zeigt, wie sie beim Lord installiert war. Und ich muss dazu sagen, ich habe mir das echt lange angeschaut, dieses Bild. Ich versuche das mal hier drauf zu bekommen. Hier oben ist so ein Loch drin, die sich rechts hier von diesem Lampenhalter befindet, das Loch. Und ich habe echt lange geguckt, ob denn das wirklich die Lampe ist. Weil hier ist dieses Loch links vom Lampenhalter. Aber man muss sagen, vermutlich ist hier auf der Gegenseite nochmal ein Loch. Deshalb könnte das sein, dass das dann doch wieder passt, weil die muss ja auch mindestens hier vermutlich an zwei Punkten festgeschraubt sein. Also ich habe mir das lange angeschaut. Und hatte dann gedacht, ja, bevor ich die jetzt kaufe und dann bei meiner Freundin, bei uns in der gemeinsamen Wohnung aufhänge, das gibt sicherlich große Probleme, wenn ich da mit der Lampe vom Lord ankomme und mir die aufhänge, habe ich es dann gelassen. Aber auch hier würde ich sagen, da sollte man auf jeden Fall nochmal nachfragen, weil 65 Euro, das ist nicht wenig. Und da muss man schon sicher gehen, dass es wirklich die originale Lampe ist. Obwohl ich mir jetzt auch denke, wer hat jetzt hier noch so eine Lampe irgendwo? Ist vielleicht auch schwierig. Ja, vielleicht noch zwei, drei Sätze damals zur Schanze. Da hat ja sogar jemand hier dieses Grabkreuz noch gefunden. Und das habe ich jetzt beispielsweise noch nirgendwo gesehen, dass das mal verkauft worden wäre. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das bestimmt irgendwo noch lagert und man das vielleicht noch mal irgendwann zu Gesicht bekommt. Ja, dann hatte ich hier mal noch was Lustiges gesehen. Gute Nacht, Altschauerwerk 8. Finde ich ein bisschen geschmacklos, muss ich sagen. Das ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie verkauft worden ist. Da hat sich wahrscheinlich irgendjemand nur einen Scherz erlaubt. Ja, dann ist auch irgendein Kasper mal zur Schanze hingefahren und hat seine alte Grafikkarte da fotografiert oder so und wollte die, glaube ich, auch verkaufen. Die wäre jetzt halt mehr wert, weil die halt vor der Schanze einmal gewesen ist. Ja, so viel dazu. Jetzt vielleicht noch kurz einmal, was ich denn noch so für Sachen habe von der Schanze. Da gehe ich noch mal einmal hier rüber zu meinem Modell. Und zwar, ich hatte das in ein Video auch schon mal gesagt. Ich habe hier irgendwo noch einen Grashalm liegen. Ich sehe den gerade selber nicht mehr wieder. Vielleicht hat er sich schon in Luft aufgelöst. Das war ein Original Grashalm der Schanze.
Und dann hat mir ein guter Kumpel hat mir hier noch was mitgebracht. Und zwar hat er mir ein Stück vom Strauch mitgebracht. Und das ist wirklich original. Das ist hier vorne, ist ja diese kleine Tanne gewesen oder was das ist. Und daneben oder dahinter ist so ein Strauch gewachsen. Da wächst ja überall was da beim Lord. Und da hat er mir hier oben die Spitze abgebrochen und hat mir die mitgebracht. Das heißt, das ist hier ein absolutes Originalteil. Das werde ich auch nie verkaufen. Das bleibt immer hier hinten im Schanzenmodell drin. Ich hatte sogar damals meine Mutter gefragt, du sag mal, was muss ich denn tun, damit hier wieder das Stück hier sprießt? Kann er denn weiter wachsen? Dann hätte ich ja wieder ja, hier so einen Strauch, den ich dann hätte dann einpflanzen können im Garten. Aber das hat leider nicht funktioniert. Aber trotzdem bleibt er jetzt immer hier hinten im Modell. Ja, so, das bringt mich auch schon zum Ende des Videos. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Wenn euch das gefallen hat, das Video, und ihr auch weiterhin up-to-date bleiben wollt im Thema Drachenlord-Modelle und Modellbau allgemein, ja, dann abonniert doch diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich glaube, das habe ich noch nie in irgendeinem Video erwähnt, aber das könnt ihr ruhig machen. Es wird auf jeden Fall weitere Modelle geben. Ich habe da auch schon wieder ein paar Sachen in Planung. Ich muss immer schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme, aber da wird auf jeden Fall auch noch mal was kommen. Muss man schauen, wie geht es denn allgemein mit dem ganzen Thema jetzt so weiter. Wenn das natürlich irgendwann einschlafen sollte, dann muss ich auch mal schauen, dass ich vielleicht was anderes mache. Aber erstmal sieht es ja so aus, dass sich nichts verändert. Und von daher lohnt sich auf jeden Fall das Abo. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage dann mal Medal of.